Terug bij Danny Brandt. Zijn teamcollega Joël Vloeri weer dan die dritte afleusing laufen. En Mattia Tajana die vierte. Das Team der Schweizer Mannschaft 2 startet auf Bahn 1. Dann Großbritannien 2 mit Cameron Chalmers. Grant Pendlight, Ben Snaith und Jamal Roden Stevens haben wir schon zweimal gesehen. Dann das starke Team der Italiener, Daniele Corsa, Michele Tricca, Vladimir Accetti und Davide Re. Die Schweiz 1 mit Alain Hervé Nfomka, Joël Burgunder, Ricky Petrucciani und Charles Devantin. Und sie bekommen es zu tun mit Sam Hazel, Delano Williams, Owen Smith und Martin Rooney. Großbritannien 1 auf der Bahn 5. Und die Niederlande auf der sechsten Bahn im Finale der Hallen-WM mit dabei. Tony van Diepen, Lee Marvin Bonavacchia, Agard Terence und Jochen Dobber sind die Läufer, die für die orange Mannschaft an den Start stehen. Dann haben wir die Iren auf Bahn 7, Chris O'Donnell, Brandon Ari, Andrew Mellon und Thomas Barr. Und dann für die U20-Mannschaft, Jahrgang 99, ist Filippo Mocci, Julien Bonvin. Jérôme Bellon wurde eingewechselt, da war jemand anders vorgesehen. Und Ryan Wies, also keine U20-Mannschaft mehr. Jérôme Bellon muss da jemand ersetzen. William Reis war da vorgesehen, aber der hat anscheinend auf den Start verzichtet, der 4x400-Meter-Staffel. Für die Schweiz geht es hier natürlich wie bei den Frauen um eine möglichst schnelle Zeit, so dass sie ihre Durchschnittszeit verbessern können, die sie bis jetzt auf den Platz 14 der europäischen Liste gebracht hat. Man will diesen Platz 14 natürlich festigen oder wenn möglich ein bisschen verbessern, so dass man mit Ruhe planen kann für die Europameisterschaft Berlin. Man ist natürlich auf dem 14. Platz immer ein bisschen auf einem Schleudersitz. Wenn einen da noch drei Mannschaften überholen, ist man dann plötzlich gar nicht mehr dabei. Start ist geglückt und mit dem Fomka haben wir sicher einen Läufer auf der Startrunde, der nicht unbedingt zu den Allerschnellsten zählt, aber ein sicherer Wert ist. 47,5 seine persönliche Bestleistung. Und die ist er vor allem erst vor kurzem gelaufen. Das heißt, er ist in Form. Niederlande mit Van Diepen vorne weg. Er hat die Iren schon überlaufen. Fomka hat die Briten immer noch in Tuchfühlung im Auge. Wer wechselt als erste Mannschaft? Es sieht so aus, als ob die Niederländer, Italien, na, Großbritannien 2. Auf Bahn 2 war schnell. Und die Italiener. Die Italiener haben eine sehr starke Mannschaft hier am Start. Alle Italiener schon 46 Tief- oder 45er Zeiten angeboten in diesem Jahr. Jetzt auf Position 2. Für die Schweiz unterwegs ist Joël Burgunder, der da eine kleine Lücke zur zweiten britischen Mannschaft hat. Und er hat da diese schon bald eingeholt. Hinter ihm Luca Flück unterwegs und Julien Bonvin für die Nachwuchsmannschaft. Ricky Petrucciani steht nun bereit. Vorne wechseln die Briten vor den Niederlanden, Italien, diese drei sind weg. Dann Petrucciani vor den zweiten Briten. Ricky Petrucciani, ein Nachwuchsläufer, der viel Potenzial hat. Jahrgang 2000 hat er und ist zurzeit mit 47,0 der schnellste Schweizer. Ein Kämpfer, dieser junge Tessiner. Und er versucht nun, dem Briten an den Fersen zu bleiben. Es ist Owen Smith, der ihn übersprintet hat.
Owen Smith mit 46,24 deutlich schnellere Bestzeit anzubieten, aber Ricky Petrucciani ist einer, der an dieser Aufgabe wachsen kann. Er wird jetzt übergeben an den letzten Schweizer, es ist Charles Devante. Charles Devante gegen Martin Rooney, das ist natürlich ein Duell, das sich gewaschen hat. Jetzt geht Martin Rooney am Schweizer vorbei. Jetzt ist wichtig für Charles, dass er sich da nicht demotivieren lässt und denkt, dass Martin Rooney ja schon einen 400 Meter Lauf in den Beinen hat. Das heißt, dem muss er anhängen können. Es ist Italien, die führen vor Großbritannien und Niederlande. Martin Rooney. Und hinten kämpft Charles Devante gegen Irland, nichts geringeres als Thomas Barr kämpft da gegen Charles Devante. Und leider habe ich die Zeit nicht stoppen können. 3:02:12 ist natürlich eine hervorragende Zeit für diese italienische Mannschaft.